Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Die Weekend League geht wieder los und ich spiele jetzt zwei Spiele mit der Bundesliga. Ich habe gerade bei Vidal die Verträge 85 mit der Fitness verwechselt und gedacht, hey, warum hatten der als einziger 85 Fitness? Ich trottel. Apropos Verträge, ich habe mir auch endlich mal die Zeit genommen und ein paar gekauft. Und zwar die seltenen Verträge für, ich glaube, 700 Coins das Stück. Das ist ein bisschen heavy, aber ist halt momentan nicht billig auf dem PC. Und ja, jetzt habe ich also wieder ein paar. Gut. Weekend League steht an. Gut. Okay. Gut spielen, konzentriert spielen. Und gucken, was dabei rauskommt. Ich darf vor allem nicht emotional werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann die Spiele verlieren. Ich werde sowieso nicht jedes Spiel gewinnen. Das ist unmöglich. Aber ich muss bei jedem Spiel am Ende sagen können, okay, ich hätte einfach zu dem Zeitpunkt nicht besser spielen können. Oh, direkt ein starkes Team am Anfang. Zumindest eine sehr gute Innenverteidigung oder sehr gute Verteidigung generell. Buffon wieder mal im Tor. Higuain im Sturm und ein Innenform 85er. Puh, ja, wie gesagt, wichtig ist einfach nicht emotional werden. Wenn ich verliere, ist das halt so. Aber ich will nicht am Ende sagen müssen, ah, da hättest du eigentlich besser spielen können. Das ist halt wichtig. Und ich bin gespannt, ob Müller weitermacht mit seinem jeden Spiel ein Tor mindestens. Wäre cool, aber wird auch irgendwann aufhören. Leider! Leider wird es wahrscheinlich auch irgendwann aufhören. Okay. Schade. Sehr gut von Goretzka. Danke. Alter, hat Dembele sich den Ball aber so unendlich weit vorgelegt. Das ist also kein normales Vorlegen gewesen, auf jeden Fall. Wenn er sich den normal weit vorlegt, passiert das nicht. Da wollte ich eigentlich direkt auf Sokrates spielen. Oh, auch ein schlechter Pass. Da braucht der Pass einfach zu lange zum Ankommen. Oh, kann sein, dass der Gegner sehr defensiv steht. Guck mal an, wo die Spieler vom Gegner sich aufhalten. Das ist doch irgendwie sehr defensiv, wie ich finde. Was war das denn jetzt bitte für ein Laufpass? Also, ich bitte euch, das war auch wieder kein normaler Laufpass. Da war einfach viel schlechter und viel weiter, als normalerweise da gespielt wird. Sehr gut von Goretzka. Da muss Vidal einfach nur entgegenkommen. Das gefällt mir nicht, wie das momentan läuft. Noch kein einziges Mal durchgekommen. Schon wieder bleiben wir hängen beim Gegner. Oh, ich dachte schon, es gibt ein Eigentor. Ja, wir kommen aber irgendwie nicht raus und der Gegner schafft es bisher immer irgendwie noch einen Fuß dazwischen zu bekommen. Ist nicht schön. Okay. Wir müssen es mal ein bisschen einfacher versuchen. Vielleicht mehr über die Außen. Zum Beispiel, indem wir einfach ins Ausrennen.
Okay. Das ist mein letzter Angriff mit der Formation. Gott, da habe ich definitiv fester aufgezogen. Ganz schwacher Abschluss, aber immerhin kommen wir zum Abschluss. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ah, gut, er war zuletzt dran. Immerhin die Ecke. So, jetzt einfach hier dieses Lackertor mit Müller machen, komm. Schade. Da wusste er anscheinend nicht, dass er den Ball schon wieder hat. Sehr gut. Wir kommen ganz kleinen Tick besser ins Spiel rein. Mal gucken. Oh, scheint links wegzulassen. Ja, da bleibt Dembele stehen, dann bringt der Laufpass natürlich gar nichts mehr. Ich wechsle jetzt mal, das funktioniert einfach so nicht. Überleg gerade, ich glaube, ich gehe direkt mal aufs 4-3-2-1. Und hoffe, dass es damit besser geht, weil wir da mehr Anspielstationen vorn haben, aber ich komme einfach nicht durch. Es, ja, also zumindest nicht so, dass es mir. Dass es gut funktionieren würde. Und vielleicht haben wir auch Glück und die Formation ist dann auch für den Gegner defensiv nicht so. Also, dass er dann offensiv nicht so gut durchkommt. War ein normaler Pass, er macht einen Laufpass draus. Wusste er, dass er jetzt schießt. Das bedeutet, er kommt nicht gut durch. Schönes Zeichen. Aber naja, Gegner spielt nicht schlecht, wie man sieht. Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass der Gegner so richtig, richtig geil spielt und wir deswegen nicht weiterkommen, sondern ja, ich weiß, ich kann es nicht richtig erklären. Es ist wieder ein merkwürdiges Spiel. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Gegner wirklich so mega gut spielt. Es ist einfach nur irgendwie. Hat ein bisschen Glück mit den zweiten Bällen, mit den zweiten Bällen. Meine Spieler machen teilweise nicht, was sie machen sollen. Oh mein Gott! Das wäre es gewesen, wenn das Ding reingeht, ey. Oh Mann, ist kein Foul oder was? Hätte ich nicht gedacht.
Macht halt echt wenig Fehlpässe. Auf engstem Raum, ey. Aubameyang geht nicht hin. Nicht aufregen, einfach ruhig bleiben. Das ist ganz wichtig jetzt. So, jetzt können wir vielleicht mal testen, ob wir mit der Formation besser durchkommen. Etwas besser. Ich war wieder zuletzt dran. Und er ist wieder am zweiten Ball. Und wir sind wieder als letztes dran. Aber auch nicht das Gefühl, dass die Formation besser laufen würde. Ich probiere mal 4-1-2-1-2 aus. Embolo, Vidal. Dadurch, dass wir so wenig nach vorn spielen, haben die auch noch alles so viel Pace, also so viel Ausdauer. Das ist positiv, aber das war's dann auch. Gegner nimmt sich aber auch immer seine Auszeiten, wie es aussieht. Ich habe noch eine Pause, das heißt, beim nächsten Wechsel muss ich dran denken, dass ich nicht nochmal, also wenn ich nächstes Mal Pause drücke, dass ich dann nicht nochmal Pause drücken kann. Wegen Wechseln. Schade. Doppelt schade, das war eigentlich auch ein Foul. Aber wir kommen einen Tick besser durch. Zumindest jetzt in den Angriffen, das ist doch schon mal schön. Sind wir halt viel besser positioniert. Schade, schlechte Ballannahme. Jetzt haben wir auch wieder zumindest einen Sechser, das kommt unserer Abwehr anscheinend entgegen. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt einfach nur das Lackertor. Come on. Come on, Baby. Warum macht denn Aubameyang jetzt die Flanke? Was ist denn hier? Das ist doch nicht eingestellt. Oh. So, und jetzt einfach
Achso, ich bin immer noch auf Defensiv. Ja, ist glaube ich ganz okay gegen den. Jetzt einfach mal schön den Kopfballtreffer machen mit Aubameyang, passt auf. Komm. Ach, er war zuletzt dran. Interessant. Er verteidigt auf jeden Fall gut. Also er ist kein schlechter Spieler. Er ist kein schlechter Spieler. Das habe ich ja schon gesagt. Aber wie gesagt, ich glaube, er spielt auch sehr defensiv oder zumindest auf defensiv. Und da habe ich halt immer meine Probleme, wenn es halt so quasi gar keine Möglichkeiten gibt zum Durchkombinieren. Oh nein! Alaba! War der Gegner halt einfach zu sehr dran. Das hat dazu geführt, dass er dann nochmal einen Ballkontakt hatte und den Ball halt ins Ausgelaufen ist. Oh, nicht aufregen, nicht aufregen, nicht aufregen. Und einfach wieder gut stehen. Sehr schön, Fährmann. Direkt im ersten Spiel die Verlängerung. Das ist nicht, was ich gewollt habe, aber es lief auch einfach nicht gut gegen den Gegner. Also die Statistik spricht auch ganz klar für den Gegner, was die Schüsse vor allem angeht. Ich meine, wir haben nicht so schlecht verteidigt. Also er hat jetzt nicht wirklich irgendwelche hundertprozentigen Chancen gehabt. Er hatte einmal diesen Schuss aus einer ungünstigen Position. Ach, oh, scheiße, ich habe vergessen zu wechseln. Muss ich nochmal auf Pause drücken. Er hat einmal diesen Schuss gehabt aus einer ungünstigen Position, der dann halt von Fährmann an die Latte gelenkt wird, aber das war halt einfach keine gute Schussposition und das war's eigentlich. Also, ansonsten hat er halt Schüsse rausgehauen, die nicht wirklich gefährlich waren oder aus Situationen, die halt einfach nicht gefährlich waren. Und jetzt wechseln wir mal. So, wir hatten Embolo. Und glaube, dann nehme ich fast lieber Schürrle, oder? Fernschüsse 82, Abschluss 79. Fernschüsse 79, Abschluss 81. Okay, dann eher Grosicki. Aber Grosicki hat halt nur einen Fuß. Ich nehme es mal, ich mach's mal so rum. So. Schürrle hat, glaube ich, auch das bessere Dribbling. Bin ja mal gespannt, ob wir jetzt vielleicht wenigstens in der sehr schön von Bruma. Schwach gedribbelt von Schürrle. Thank you.
Alter, die beste Chance im ganzen Spiel. Für mich oder aber auch für den Gegner, würde ich sagen. Und Schürrle macht's nicht. War es ein Fehler, Schürrle zu nehmen? Ich weiß es nicht. Fuck, ich weiß nicht, ob Grosicki den reingemacht hätte. Es war eigentlich nicht der schwerste Abschluss. Er muss ihn dann einfach mehr in die Ecke ziehen und ist das ärgerlich. Natürlich, natürlich muss es dann wieder ein beschissenes Lacker-Distanztor sein. Was sonst, nachdem Schürrle die Riesenchance hat. Oh. Aber egal, komm jetzt, wir haben noch eine Halbzeit, Konzentration. Ist für mich nicht verdient in dieser ersten Hälfte. War definitiv ich der Bessere und halt auch die besseren Chancen. Ah, es musste halt ein Lacker-Distanztor sein, was sonst. Aber egal, jetzt Konzentration. Oh, das war doch ein Foul. Ja, vielen Dank. Komm schon. Einfach mal das Ding reinjatzen. Komm schon. Oh, haben sie sich gerade gegenseitig gefoult, meine zwei Spieler, nice. Fährmann, den Ball kannst du einfach festhalten, aber wir werden es verlieren, das schaffen wir nicht mehr. Ach, ist in meinen Augen, wie gesagt, einfach nicht verdient in dieser Halbzeit, in dieser zweiten oder generell in der Verlängerung einfach nicht verdient. Jetzt ist es aus, so aus. Unverdiente Niederlage, unverdienter Sieg in meinen Augen, aber okay, kann man nichts machen. Gegner hat sehr gut in den ersten 90 Minuten gespielt. Er hat zwar keine wirklich guten oder klaren Torschancen rausgespielt, aber er hatte zumindest irgendwelche ein Viertel, ein Fünftel Chancen. Und ich hatte einfach gar keine Chancen in den ersten 90 Minuten. Aber wenn man sich halt über das komplette Spiel anschaut, die beste Chance hatte ich mit Schürrle und Schürrle macht's halt leider nicht. Was ich schon mal wieder richtig scheiße finde von ihm. Und ist halt sehr ärgerlich. Fällt mir aber gerade was ein, das hat ein Schürrle. Er hat nämlich nur Engine als Champions League Style. Das würde natürlich, wenn ich ihn jetzt als Wechselspieler nehme, mehr Sinn machen, Maestro zu geben, wo er dann halt seinen Schuss geboostet bekommt. Das Tempo ist dann ja nicht mehr so wichtig als ein Wechselspieler. Ich glaube, ich mache es jetzt anders. Vielleicht hätte Schürrle den halt gemacht, wenn er einen besseren Abschluss hat. Ich mache das jetzt anders mit meinen Wechselspielern. Ich nehme Hintep wieder rein, weil ich glaube, Grosicki hat einfach gar nichts gezeigt. Ja, das war der Plan. Ich überlege, oder nehme ich mal ein anderes? Was haben wir denn noch so? Ich überlege gerade, ob ich Werner nehme.
und dem Maestro gebe, aber der hat eigentlich kein Pass, wer da gut genug ist. Ich glaube, ich nehme weiter Hintep. Der hat auch schon Maestro, der hat ja auch schon gezeigt, dass er geil ist. Ja. Ich nehme Hintep und Schürrle gebe ich Maestro. Ist zwar nicht so, also ich glaube, ich habe das gar nicht, ich muss glaube ich das kaufen. Ist jetzt zwar relativ teuer, glaube ich, aber es lohnt sich halt. Er braucht halt einfach einen besseren Abschlusswert. Das Ding hätte er vielleicht gemacht mit einem besseren Abschlusswert. Ich glaube, da habe ich auch nicht mehr viel Zeit, außer auf Schießen zu drücken. Ich denke, ich habe da nicht so viel falsch gemacht gehabt in der Situation. Es war halt einfach das Problem, dass der Torhüter schon sehr nah dran war und es dann natürlich schwer ist für den Stürmer, den Ball da am Torhüter ins Tor zu schießen. Und das hat er halt in der Situation nicht geschafft. Und wie gesagt, er hat ja nur 79 auf Abschluss, glaube ich. Und es wird nicht geboostet. Wenn wir jetzt das Ganze boosten mit Maestro, dann müsste er, ich glaube, plus 10 bekommen. Dann wäre er bei 89. Das wäre halt schon deutlich besser. Also, das gönne ich mir jetzt mal, weil man sieht ja, was ist wichtig. Er war der Einwechselspieler, er macht das Ding halt nicht. Und mit meinen Einwechselspielern brauche ich eigentlich auch immer einen guten Abschluss, deswegen. Oh, Maestro war das so schweineteuer beim letzten Mal. Ach nee, Quatsch, Marksman, sorry. Marksman war so schweineteuer. Maestro ist super billig im Vergleich zu anderen Champions League Styles. Naja, aber ich bin auf jeden Fall trotzdem mit meinem eigenen Spiel zufrieden. Ich denke, ich habe alles versucht rauszuholen gegen den Gegner. Der Gegner hat defensiv gespielt und defensiv auch gut gespielt. Die eine Chance, die muss ich halt machen, die muss halt reingehen. Da bin ich aber auch der Meinung, dass ich da nicht so viel falsch mache. Halt. Können wir mal kurz gucken, ob irgendeiner preiswert ausläuft. Ne, sieht nicht so aus. Von daher, ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe das geschafft, was ich mir vornehmen wollte oder vorgenommen habe. Oh, 600, sehr schön. Nämlich, dass ich von der ersten bis der letzten Minute nicht emotional werde. Klar, es gab ein paar Momente, da habe ich mich mal ganz kurz aufgeregt, aber ich bin nicht emotional geworden. Ich bin bis zum Ende ruhig. Ich bin jetzt sogar noch ruhig. Ich bin bis zum Ende ruhig geblieben und obwohl ich das Spiel verloren habe. Und das ein ärgerliches Gegentor war, muss ich sagen, ich bin emotional im Reinen mit mir und werde jetzt auch noch eine neue Aufnahme machen und weiterspielen. In diesem Sinne, liken. Ach ja, und Müller macht nicht sein Tor. War auch super unauffällig, aber gut, wir sind einfach nicht durchgekommen. Dafür kann Müller nichts. Ja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.